Die Streuwiese im Rottachtal ist Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten. Und damit ist sie etwas ganz Besonderes und vor allem etwas Schützenswertes. Also Streuwiesen sind nährstoffarme, sehr feuchte Wiesen, die in Randlagen oder an Mooren liegen. Und sie werden also nicht gedüngt. Und wie der Name sagt, sie wurden also traditionell als Einstreu verwendet. Das heißt, die Landwirte haben diese Wiesen im Herbst irgendwann, August, September, Oktober hinein gemäht und das Material als Einstreu im Stall verwendet. Und das Besondere an Streuwiesen ist, wie man hier sieht, es ist diese enorme Artenvielfalt, die sie haben von wirklich außergewöhnlichen Pflanzen und Tieren, die teilweise auch rot auf der roten Liste stehen. Im Biotop Streuwiese können sich die bedrohten Pflanzen ungestört entwickeln. Hier findet man noch das Alpenwollgras, das in vielen Regionen Deutschlands vom Aussterben bedroht ist. Oder den Fieberklee, von dem man früher glaubte, dass er das Fieber senken könne. Das moorige Feuchtgebiet ist auch der ideale Lebensraum für den Sonnentau. Die fleischfressende Pflanze lockt Insekten an, die sich dann in den klebrigen Tropfen verfangen. Jetzt, Ende Mai, hat auch auf der Streuwiese die Blütezeit begonnen. Im Gegensatz zu den Wirtschaftswiesen fangen die Streuwiesen später zu blühen an. Im Monat Mai geht es richtig los mit der Mehlprimelblüte. Da steht auf diesen kleinen Seckenriedern steht die Mehlprimel, es steht der Frühlingsenzian drauf. Randlich in etwas stärker aufgedüngten Bereichen steht die Trollblume drinnen. Es beginnt jetzt auch der Wiesenknöterich zu blühen und diese Rot-, Gelb- und Blautöne beispielsweise vom Kreuzblümchen oder von den anderen Pflanzen, die prägen diesen zarten, in Teilen zarten, Rot- oder auch Blau-Aspekt. Nach der Trollblume muss man nicht lange suchen. Ihre sonnengelben, kugelförmigen Blüten leuchten einem schon von Weitem entgegen. Die violetten Farbkleckse auf der Wiese kommen von der Mehlprimel. Sie wächst in einem Bereich der Streuwiese, der regelmäßiger gemäht wird. Denn diese Pflanze benötigt für ihre rosettenförmigen Blätter sehr viel Licht. Und die Mehlprimel, warum heißt sie Mehlprimel? Wenn man die Blätter auf der Unterseite betrachtet, sieht man, dass sie unten mehlartig eingestäubt sind. Man kann einen Finger nehmen und dieses Mehlartige kann man abreiben und man erkennt dann auch, dass dieses Mehlartige am Finger hängen bleibt. Aber eine unserer attraktivsten Blütenpflanzen hier in der Region Allgäu. Ebenso viel Licht braucht auch das Knabenkraut, eine Orchideenart. Es wächst auf nährstoffarmem Boden. Ein Vorteil für die Pflanze, die so wenig Konkurrenten hat. Wenig später stoßen wir auf einen weiteren botanischen Höhepunkt, der vom ungeübten Auge wohl übersehen wird. Bei der Stauchbirke handelt es sich um ein Eiszeit-Relikt-Pflänzchen. Dieses Pflänzchen kam in der Eiszeit, auch in den Zwischeneiszeiten hier bei uns vor. Es konnte viele dieser Eiszeit-Relikt-Pflanzen, die konnten durch die Eiszeiten hier aus dem hohen Norden zu uns ins Allgäu einwandern und sie konnten sich hier in den kältesten Landschaftslagen, nämlich in den Tallagen bzw. Moorlagen, konnten sich diese Pflanzen bis zum heutigen Tage erhalten. Und wenn ich von so einem Pflänzchen erzähle, dann erzähle ich auch ganz gern vom Mammut, vom Säbelzahntiger oder vom Höhlenlöwen. Diese Arten, die schlichen damals durch diese Strauchweidenbestände durch. Und die Großwildarten, die sind verschwunden. Aber die Art hier, die Strauchbirke, die blieb uns bis zum heutigen Tage als floristisches Relikt erhalten. Und von daher stellt es eine ganz, ganz große Besonderheit im Allgäu dar. Eine kleine Besonderheit in der großen Besonderheit Streuwiese. Wenn man sich die Zeit nimmt, kann man hier noch vieles entdecken.